Meine Güte, ey. Übertreib doch nicht so! Dieses Video sorgt seit gestern Abend für mächtig Aufregung im Netz. Mehrere Beamte versuchen, einen Mann festzunehmen, er leistet Widerstand. Dann kommt eine Polizistin angelaufen und schlägt dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht. In der Wohnung brennt derweil Unrat, Brandstiftung, nicht das erste Feuer in dem Haus in der Hubertusstraße in der Innenstadt. Weiß auch Beate Sommer. Sie war am gestrigen Tag mit ihrem Hund spazieren und wählte den Notruf, doch nicht wegen dem Feuer. Ich bin dann hier runter, die Straße runter und höre dann ein lautes Schreien und Toben. Ein Mann, der seine Frau verprügelt, auf Deutsch gesagt. Und dann musste ich auch hier an der Ecke stehen bleiben, weil ich hier über die Straße wollte. Ja, dann, das hörte nicht auf, das wurde immer schlimmer. Und die Frau, die schrie um Hilfe und die kam auch nicht aus der Türe raus. Ja, Passanten hier auf der Straße, keiner hatte Telefon, musste ich natürlich eine Ecke weiterlaufen bis zu Hause. Und dann habe ich Polizei angerufen, habe gesagt, hier so und so, da wird eine Frau also arg verprügelt. Ich sagte, ich glaube, die braucht auch einen Krankenwagen dabei. Also so hörte sich das an. Ja, und dann habe ich gewartet, aus dem Fenster geguckt. 2-3 Minuten später war auch die Polizei da. Dann habe ich gedacht, oh, okay, das ist ja toll. Wird der ja wenigstens geholfen. Als die Polizei eintrifft, leistet der Mann, welcher nicht in der betroffenen Wohnung wohnt, Widerstand. Das Video zeigt das Ende dieser Festnahmesituation. Was es nicht zeigt, ist der Beginn der Handlungen bereits in der Wohnung. Der Mann ist sehr aggressiv aufgetreten. Er hat Widerstand aktiv geleistet. Er hat die Beamten selber auch angegriffen, hatte einen Gegenstand in der Hand, hat versucht, den Beamten das Reizstoffsprühgerät zu entreißen. Alle diese Aspekte sind auf dem Video nicht zu sehen, sie gehören aber in die Gesamtbewertung hinein. Insofern ist es jetzt wenig hilfreich, vorschnell Rückschlüsse zu ziehen oder zu einer Bewertung zu kommen. Wir möchten den Sachverhalt natürlich auch aus eigenem Interesse vollständig aufklären und werden alles dazu beitragen. Dann verlagert sich die Festnahme nach draußen. Das Video ist uns bekannt. Es hat viele Emotionen und auch Spekulationen hervorgerufen. Das verstehen wir. Deshalb ist es unser ureigenstes Interesse, den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Das heißt, wir werden belastende und wir werden entlastende Momente für alle Beteiligten ermitteln. Da sind wir noch am Anfang. Gegen die Polizistin wird nun ermittelt. Es gibt zwei Aspekte zu beachten. Einmal den polizeifachlichen und den strafrechtlichen. Wir werden den polizeifachlichen Aspekt aus Neutralitätsgründen an eine andere Polizeibehörde übertragen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und wir stehen schon im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft, die den strafrechtlichen Aspekt prüfen wird. 10-mal ins Gesicht schlagen, so ungefähr war ja die Zahl. Das ist natürlich auch, ich sag mal, nicht schön, gerade in der heutigen Diskussion, wo es ja immer wieder um Polizeigewalt insgesamt geht. Es ist wenig hilfreich, jetzt zu spekulieren. Wir müssen die Ermittlungen abwarten, das heißt belastende und entlastende Momente. Das Video zeigt das Ende dieser Festnahmesituation. Es gibt viele Aspekte, die dort einfließen müssen in die Bewertung und in die Analyse. Natürlich haben wir ein eigenes Interesse daran, den Vorgang nachzubereiten, um uns auch für zukünftige Fälle optimal aufzustellen. Ein bitterer Beigeschmack bleibt anhand dieser Bilder trotzdem.